Habe ich gestern Abend was vergessen und der ist auch nicht so deckend geworden. Haben wir ja richtig schnell bearbeitet gestern. Da muss ich nochmal nachmachen. Hier ist noch nicht. Habe ich vergessen. So, und dann sind wir eigentlich soweit fertig. Einmal hier noch. Sieht aus? Noch nicht so viel, ne? I'm sorry. Das reicht. Noch was? Vielleicht noch den Lampenschirm hier unten einmal weiß. Das sieht auch nicht so gut aus. Den auch noch mal weiß machen.
ist wieder schick, glaube ich. Und dann wollte ich noch da an meinem anderen Blumentopf mal arbeiten. Hier einmal auch die Leiste da beim Fenster. Topf. Den werde ich auch noch mal anmalen. Was noch? Ich glaube mehr nicht. Genau, ich glaube, wir haben es jetzt. Gut. Also wieder den Pinsel waschen. Okay. Den Pinsel waschen. Und alles trocknen lassen. Und alles sauber machen. Noch irgendwas, was ich malen wollte? Ich glaube nicht. Okay. Ich habe alles hier sauber gemacht, die Küche mit Flur und allem. Und jetzt mache ich es wieder weg. Ich muss jetzt meinen Blog gar nicht mehr einstellen, es ist schon bestimmt 3 Uhr und ich habe sie noch nicht eingestellt. Manchmal eben. Und dann geht's weiter.
einmal wieder umziehen. Ich habe die Sachen extra angezogen wegen der Farbe. Vielleicht muss ich da morgen nochmal machen, aber das muss jetzt erstmal richtig trocknen. Das geht jetzt erstmal nicht mehr. Okay. So. Mal Leute, wem gehört das wohl? Mein Mann. Er schläft, ich bin ein bisschen leise. Also, ich wusste ja, dass er schon auf dem Weg ist, aber es sollte eine Überraschung sein. Und dann wollte ich jetzt die Überraschung nicht verderben und euch das nicht mitteilen. Also, ich habe gestern Abend erfahren, dass mein Mann schon auf dem Weg war. Und zwar ist er schon vorgestern Vormittag losgefahren mit einem Freund in die Türkei. Und dementsprechend war ich gestern Abend natürlich ziemlich überrascht, als ich aus zuverlässiger Quelle, ich will nicht sagen, wer es war, erfahren habe, dass er losgefahren ist. Es sollte nämlich eine Überraschung werden. Er hat schon die ganze Zeit gesagt, dass ich stehe eines Tages vor deiner Tür und dann wirst du ganz überrascht sein. Ich sag nicht wann, ich sag nicht wie, ich sag nicht wo ich losfahre und deswegen natürlich. Ich hatte euch ja auch schon angedeutet, dass es in Planung war, dass er kommt. Und wie gesagt, wann er genau losfährt, das weiß man bei uns sowieso nicht so genau. Aber dass es jetzt so schnell geht, damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Und dass er vor allen Dingen so schnell schon hier ist. Ich wusste, er ist Vormittag weggefahren. Ich habe das, wie gesagt, erfahren. Und dass er allerdings dann schon so schnell wieder hier bei mir sein wird. Alhamdulillah, das habe ich wirklich nicht gedacht. Denn ich habe ihn heute Morgen nicht erreicht. Ich habe ihn gestern Abend nicht erreicht. Den ganzen Abend habe ich versucht. Also es war immer, wird angerufen. Das heißt, er hat kein Netz. Ja, er ist nicht erreichbar. Und da habe ich gedacht, gut, dann wird er vielleicht in Bulgarien sein oder in Serbien oder so. Da hat er meistens keinen Empfang oder hat sich kein Internet geholt oder so. Wenn er so wie er in die Türkei geht, habe ich mir gedacht, ist er sofort wieder erreichbar. Da habe ich mich aber geirrt. Ne? Er war erst um 15 Uhr wieder erreichbar. Da habe ich ihn auch angerufen, ist auch rangegangen, hat er gesagt, ja, ich sag nicht, wo ich bin. Und dann habe ich ihm aber so lange genervt, hat er gesagt, ja, ich bin schon in der Türkei, aber wo genau er war, wollte er dann immer noch nicht sagen. Und dann, während wir telefonieren, stand er schon hier vor der Tür. Also das war wirklich eine Überraschung, weil ich war total nass geschwitzt. Ich hatte ja eben genau in dem Augenblick, als ich fertig war mit dem Anstreichen der Klimaanlage, da habe ich ihn angerufen. Ich war ja fertig und dann wollte ich noch mal eben schnell hören, wo er denn ist. Mir natürlich auch Sorgen gemacht, weil er nicht erreichbar war, ne? seit gestern Abend. Und dann ist er rangegangen und während ich sprach, stand er da schon vor der Tür. Ich total nass geschwitzt, überall Farbe. Und ja, dann ist er so in die Bude rein. Also das ist ja genau das, was ich überhaupt nicht mag. Ne? Also ich will ja immer alles vorbereitet haben, sauber gemacht, hatte ich ja schon alles soweit, aber war halt überall Farbe, noch überall alles durcheinander und Wäsche musste ich aufhängen und ich war total durchgeschwitzt. Naja, dann habe ich auch gleich geduscht und jetzt schläft er. Alhamdulillah, ist alles gut gegangen, die sind auch durchgefahren, also die haben zwar einmal übernachtet, glaube ich, oder zweimal, also die haben ein paar Stunden geschlafen, aber haben sich halt abwechselnd mit dem Autofahren beschäftigt sozusagen. Unser Freund ist auch hier in Alanya, sicherlich werden wir uns ein paar Mal treffen, inshallah. Genau, so sieht es also aus und das war die Überraschung, damit habe ich jetzt so schnell nicht gerechnet, ne? Dass ich hätte morgen Abend gedacht oder morgen früh vielleicht frühestens, aber dass er heute schon kommt, das habe ich nicht gedacht. Die gut durchgekommen, die Grenze war leer, haben sie gesagt, also ja. Also ich habe die Teppiche gewaschen, wie ihr seht, ich habe die beiden Badezimmerteppiche heute Morgen schon gewaschen, die sind trocken, die lege ich jetzt rein. Die Badezimmer hatte ich heute Morgen schon alle ausgeklort. Jetzt habe ich den großen weißen Teppich noch gewaschen, meine neuen Kleider, sie sind ein bisschen eingelaufen, glaube ich, noch kleiner geworden, als sie sowieso schon waren, sieht so ein bisschen so aus. Und das ist auch zu erwarten bei Baumwolle, ne? Aber ja, das glaube ich ist wieder ein Satz mit X gewesen. Also Modernisa, da weiß ich nicht, also habe ich bisher noch nicht so gute Erfahrungen mitgemacht, muss ich sagen. Genau, und dann hatte ich noch Kochwäsche, die werde ich jetzt aufhängen einmal. Und dann denke ich mal, dass wir essen gehen werden, inshallah, weil wenn er aufwacht, hat er bestimmt irgendwann Hunger. Der hat sofort die Klimaanlage angemacht, die ich gerade angemalt hatte, also die ist gleich in Aktion geraten. Ist aber nicht schlimm, die ist ja schon trocken und durch den kalten Wind wird das sowieso trocken.
Unten ist jetzt richtig kalt im Wohnzimmer. Ich habe am Anfang gefroren, aber dann fand ich das richtig angenehm, ne? Nicht mehr zu schwitzen, endlich seit Monaten, wenn ich mal irgendwie arbeite. Ich habe jetzt eben meine ganzen Videos einmal durchgeschnitten. Ja, und jetzt hänge ich nochmal Wäsche auf und dann gehe ich wieder runter und werde die Teppiche einmal in die Badezimmer machen. Die sind trocken. Jedenfalls jetzt richtig eng, ne? Das Kleid. Scheiße. Naja, ist auch nicht mehr so lang. Es war eben noch bodenlang. Naja.